Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim neuen Naked Haul. Ich werde auf jeden Fall diesmal versuchen, mit den ganzen Hauls und eventuell auch ein paar Tutorials, wenn es euch interessiert, dran zu bleiben hier auf YouTube. Es haben immer einige gefragt, wann neue Hauls online kommen, und jetzt ist es endlich soweit. Schreibt mir auch gerne, welche Online-Shops euch so interessieren. Heute gibt es einen neuen Naked Haul, einen herbstlichen Haul. Ich werde euch alles wie immer angezogen zeigen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe aber dazu auch noch einen 20% Rabattcode für euch. Den blende ich euch ein, ist 48 Stunden lang aktiv. Deswegen schlagt gerne zu, falls ihr auch eure Herbstgarderobe ein bisschen auffrischen wollt. Ich lege los mit dem ersten Look. Das ist dieser wunderschöne Zweiteiler. Die Hose ist gerade geschnitten. Der Stoff ist mega angenehm. Ich erwische mich, wie ich das auch sehr oft zu Hause trage, weil ich ab und zu einfach den Leo schnappen muss und Gassi gehen muss. Und das ist so perfekt dafür. Weil es halt mega comfy ist und auch so angezogen ausschaut. Deswegen hat es die perfekte Länge, wie ihr sehen könnt. Und die Farbe brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Also es ist echt ein richtig, richtig schöner Braunton. Auch hier ist der Schnitt mega cool. Also das ist so ein Set, was wirklich eins meiner Lieblinge ist aus diesem gesamten Haul. Und die Links zu den ganzen Klamotten findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut mal, wie groß mittlerweile Leo geworden ist. So ein großer Junge mittlerweile. Der nächste Zweiteiler ist dieser schöne blaue Jogger. Das ist aus so einem Regenjackenmaterial. Und hat auch eine Kapuze. So, und dreimal dürft ihr raten, warum ich diesen Zweiteiler mehr ausgesucht habe. Das ist, weil ich ja oft Gassi gehen muss. Und das ist halt schon sehr praktisch, wenn man das einfach drüber werfen kann, beziehungsweise zu Hause anhat und einfach nur noch zum Beispiel die Jacke drüber zieht, und dann kann man da schnell raus. Plus, wenn es regnet, habe ich ja die coole Kapuze. Aber auch so ist der Look richtig cool, finde ich. Ich bin eh ein großer Fan von Zweiteiler, weil es einfach, weil man ein Outfit hat und das einfach zack schnell gehen muss. Man muss sich nicht überlegen, was für eine Hose oder was für ein Oberteil man anziehen soll, sondern man hat einfach diesen coolen Zweiteiler, ist ein Outfit, ein cooles Outfit, und zack, das habe ich jetzt beides in der S. Ich mag auch die Farbe wirklich sehr, und ja, das ist echt nicht schlecht. Ich habe irgendwie weniger blaue Sachen außer jetzt Jeans, aber ich muss sagen, die Farbe gefällt mir wirklich sehr gut. So, Freunde, es geht weiter mit diesem wahnsinnig schönen herbstlichen Look. Dieser Ton ist einfach wunderschön. Das ist übrigens beides aus der Buona Lima Kollektion von der lieben Theresa. Und sie hat das so toll gemacht. Diese Hose nämlich ist auch ein Traum. Die ist so schön hochgeschnitten, und das ist kein fester Jeansstoff, sondern wirklich eine weiche Jeans, und das liebe ich. Also wenn ich mich einfach auch nur mal hinsetzen kann. Ich hatte das Outfit jetzt zum Beispiel beim Friseur an. Ich saß da 2 Stunden und es war nicht unbequem. Also ich liebe solche Outfits oder Hosen, die praktisch sind, aber auch richtig schön ausschauen und nicht unbequem sind. Und ich habe mir die gleiche Hose in Schwarz auch bestellt. Auch wie gesagt aus ihrer Kollektion. Das ist jetzt so ein schönes Beige. Richtig hochgeschnitten. Es hat hier Knöpfe. Und die Länge ist auch mega. Geht genau bis zu den Knöcheln, also auch nicht zu lang. Wie jetzt zum Beispiel ein paar Zara-Hosen, die einfach ultra, ultra lang sind. Für ja eine wie mich, die jetzt eine 1,68 ist. Also ich weiß nicht, aber ich finde die Hose einfach perfekt. Und ich bin so froh, dass ich sie auch in Schwarz gekauft habe. Ich habe übrigens auch meine neuen beigen Boots dazu angehabt, die zeige ich euch sofort. So, und das sind meine Stiefel, die ich auch dazu anhatte, die jetzt auch von Naked sind. Das Material ist Wildlederimitat, deswegen. Hallo. Ja, hallo. Immer Aufmerksamkeit, du rufst immer so viel Aufmerksamkeit, gell?
Auf jeden Fall sind die auch echt bequem. Ich mag den Absatz, der ist nicht zu hoch. Und ja, das war mein Look. Und auch aus der Kollektion von der lieben Terry, beziehungsweise Buana Lima, habe ich diese wunderschöne Strickjacke. Die gibt es auch in anderen Farben, aber natürlich habe ich mich für dieses wunderschöne Grün entschieden. Und die sitzt einfach nur so nice. Vor allem mag ich, dass sie cropped mit einer hochgeschnittenen Hose anziehen kann. Und schaut mal, das ist auch ein hammerschöner Look. Und ich mag auch hier die Ärmel. Und diese Farbe ist einfach so schön, wenn man was drunter anhat. Kann man auch entweder die Knöpfe ganz aufhaben oder halt eben so, wie ich es vorhin hatte. Also wirklich, die Teile sind richtig schön geworden. Mag ich wirklich sehr. Es geht weiter mit den nächsten zwei Teilen. Und zwar habe ich euch ja schon gesagt, dass es die beige Hose aus der Buana Lima Kollektion auch in schwarz mir geholt habe, worüber ich sehr happy bin, weil der Fit einfach so mega gut ist. Ich glaube, da müsste auch ein bisschen schnell sein. Das habe ich jetzt kombiniert mit diesem One-Shoulder-Strick-Pulli. Richtig schön. Auch hier die Kombi mit der schwarzen Hose. Mag ich wirklich sehr. Hatte ich auch schon so an in Kombi dieses Outfit. Plus dazu würden diese Schuhe mega schön ausschauen. Die sehen jetzt, gut, man sieht jetzt nicht, wie die angezogen ausschauen würden. Doch genau so. So ein X. Die sind auch relativ bequem, weil der Absatz nicht allzu dünn ist und auch nicht allzu hoch. Ich blende euch gerne mal ein Bild ein, wo man die besser sehen kann. Dann habe ich als nächstes noch so ein cooles Pulli-Kleid. Ich würde es jetzt nicht so anziehen, sondern natürlich mit einem Gürtel. Ich würde das jetzt so mit dem Gürtel tragen und dann schöne hohe Stiefel, coole Sonnenbrille, schöne Tasche und it's a look. Dieser Pulli ist ultra bequem, übrigens gar nicht kratzig oder so. Die Farbe ist ein Traum. Voll schön neutral. Die Länge finde ich ganz cool mit einem Gürtel. Ich mag es immer, wenn man ein bisschen Taille hier sehen kann, was man halt eben jetzt mit einem Gürtel hinbekommt. Und ja, es ist ein richtig schöner Look. Oh mein Gott, Leute, das ist übrigens auch schon der letzte Look leider, aber wow, was für Teile. Kommen wir mal zu diesem Pulli aus dem weichsten Stoff ever. So einem Zopfmuster hier und schönen Reißverschluss, einen schönen Kragen in dem wunderschönen Weiß. Der Stoff ist ultra weich, wirklich richtig schön angenehm. Kann ich mir vorstellen, wenn es so kalt ist, den einfach überzuziehen und oh, es fühlt sich an, wie als ob man eine Wolke anhat. Und diese richtig coole Jeans ist von Levi's. Ich glaube, das ist meine erste Levi's Jeans. Das habe ich in der Größe 26. Hätte ich vielleicht sogar eine Größe kleiner bestellen sollen. Jetzt mit Pullis ist es cool, aber sonst seht ihr das vielleicht, ist ein bisschen groß, aber so ein bisschen baggy ist auch nicht schlecht. Hier ist mein Klamottenhaufen auf dem bekannten Stuhl, den jeder, glaube ich, hat zu Hause, wo nur Klamotten sind. Aber hier könnt ihr nochmal die Jeans etwas genauer sehen. Die geht über meinen Knöchel. Trotzdem finde ich die Länge sehr cool, könnte ich aber auch hochkrempeln. Dass sie so hochgeschnitten ist und ich es cool finde, wollte ich, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen. Das ist so mein, ja, mein Lieblingsschnitt bei Hosen. Der Po sieht auch richtig gut aus in der Hose. Aber ja, ich glaube, ich würde eine Nummer kleiner bestellen. Ich mag jetzt diesen ein bisschen Mom-Jeans-Look, deswegen behalte ich sie in der Größe. Wenn ihr aber sie ein bisschen nochmal enger haben wollt oder mehr true to your size, dann würde ich sie eine Nummer kleiner bestellen. So, Freunde, das war es auch schon von meinem Naked Haul. Übrigens sind meine Hoops und meinem Schmuck von Heyam Jewelry, meiner Brand, kann ich euch auch gerne verlinken unten, weil ich finde solche richtig coolen Statement Hoops passen jetzt vor allem im Herbst zu so chunky Pullover und so. Ja, finde ich schon, dass das auf jeden Fall was macht. Aber ja, das waren alle Teile von dem Naked Haul. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox.
nicht vergessen, den 20% Rabattcode auszunutzen, falls ihr dort shoppen wollt. Blende ich euch nochmal hier ein. Gilt 48 Stunden lang. Und ja, sonst schaut gerne auf Instagram bei mir vorbei. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir da auch gerne unten in die Kommentare, was ich als nächstes drehen soll, ob es ein Haul sein soll, Tutorial, Vlog. Let me know. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!